Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit welchen Technologien erreichen wir die Klimaschutzziele im Pkw-Sektor? Da haben wir heute gerade von der Ampelkoalition unterschiedliche Antworten gehört. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, welche vielen Meinungen es da in der Koalition gibt. Die einen sagen, nur auf Batterieantriebe setzen, die anderen sagen, wir müssen auch Hybridfahrzeuge fördern, und andere denken auch an Wasserstoff und E-Fuels. Und ich will Ihnen eines gleich zu Beginn noch einmal sagen. Das ist gar keine Frage des Entweder-Oder. Fördern wir nur Batteriefahrzeuge oder fördern wir Hybridfahrzeuge oder fördern wir Wasserstoffantriebe oder fördern wir klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels? Wenn wir die Klimaschutzziele im Verkehrssektor erreichen wollen, dann ist das eine Frage des sowohl als auch, und da müssen wir alle klimafreundlichen Technologien gleichberechtigt fördern. Das ist der Auftrag, den Sie als Ampelkoalition haben. Und daher ist es auch so verwunderlich, dass sich leider die vernünftigen Stimmen in der Ampelkoalition nicht durchsetzen. Und mit der Folge, dass die Verbraucher und dass die Autofahrer in Deutschland, die sich klimafreundliche Autos zulegen wollen, total verwirrt sind. Der Tilmar Kuban hat in der Debatte ein sehr schönes Beispiel von seinem Freund eingebracht und anschaulich erklärt, dass der Freund und auch viele andere in seinem Wahlkreis darauf warten, dass Sie als Regierung endlich Klarheit schaffen und dass Sie als Regierung endlich sagen, welche Autos werden gefördert. Solange das nicht der Fall ist, werden ganz viele Menschen in Deutschland nicht umsteigen auf Batterieantriebe, auf Hybridfahrzeuge und viele andere Fahrzeuge, die wir dringend brauchen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Deswegen müssen Sie als Regierung endlich die Frage beantworten: Wie sieht denn die Förderung von klimafreundlichen Autos in Zukunft aus? Welchen Ansatz haben Sie? Stimmt noch das, was Sie im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben? Setzen sich jetzt vielleicht doch die Grünen durch mit Herrn Janicek und Herrn Gelper? Überstimmen die Ampel, die FDP? Wie verhält sich überhaupt die SPD bei der Frage? Auch da haben wir unterschiedliche Antworten heute gesehen. Erlauben und deswegen, Sie eine Zwischenfrage von Herrn Janicek? Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Ploss, sind Sie denn nicht wie ich der Meinung, dass nicht die Politik die Entscheidungen treffen sollte, wie das Automobil der Zukunft ausschaut, sondern die Industrie selber? Und warum sprechen Sie dann nicht nur mit dem Freund von Herrn Kuban, sondern vielleicht auch mal mit dem Vorstandschef von VW, von Porsche, von Daimler und auch großen Teilen der Abteilungen von BMW oder eigentlich allen Weltkonzernen der Automobilindustrie, die einen Trend gesetzt haben, und der lautet Elektromobilität? Wo sind denn die E-Fuels auf den Straßen im Pkw-Segment? Ich frage mich langsam, was das für ein Technologie-Kauderwelsch ist, den die Union hier seit vielen Jahren im Bundestag uns erzählen will als Technologieoffenheit. Lieber Herr Kollege Janicek, wenn Sie sich mit der Thematik tiefer beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass die Bundesemissionsschutzverordnung derzeit gar nicht den Verkauf von E-Fuels an Tankstellen zulässt. Dafür müssten wir die Bundesemissionsschutzverordnung ändern. Das war im Übrigen ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion vor einigen Wochen, den Sie abgelehnt haben. Und das ist genau der Punkt, den Sie eben auch gefragt haben, den wir ja mit diesem Antrag zum Ausdruck bringen wollen. Für uns liegt die Antwort, welche klimafreundlichen Technologien kommen wo zum Einsatz, nicht bei der Politik. Deswegen sagen wir ja, wir wollen gleichberechtigte Förderung von Batterie, von Hybridfahrzeugen, von Wasserstoff, von E-Fuels. Auf welchem Wege die Autobauer, die Industrie, die Verbraucher die Klimaschutzziele erreichen, das ist uns völlig egal. Aber wir wollen, dass alle klimafreundlichen Technologien zum Einsatz kommen können, und das ist bei der bestehenden Rechtsordnung nicht möglich. Und deswegen kann ich Sie nur noch einmal auffordern, wenn Sie diesen Wettbewerb zulassen wollen, dann müssen Sie die Anträge der CDU-CSU-Fraktion annehmen. Ansonsten bestimmen Sie nämlich von oben, dass man nur auf Batterieantriebe in Deutschland setzen kann, um die CO2-Ziele zu erreichen. Und damit würden wir
viele Pfade wegschneiden, die wir dringend brauchen, um die CO2-Ziele zu erreichen. Deswegen kann ich Ihnen nur noch mal eines zurufen. Technologieoffenheit statt Planwirtschaft von oben, das sollte der Maßstab sein. Und ich hoffe, dass da auch die FDP, die Kollegen in der Ampel, auf den Pfad der Tugend zurückfinden. Denn da hören wir leider auch nicht so eindeutige Aussagen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Klimaschutzziele erreichen will, der sollte auf soziale Marktwirtschaft setzen, der sollte auf alle klimafreundlichen Technologien setzen, der sollte das Henne-Ei-Problem aufbrechen, nämlich in Ladesäuleninfrastruktur investieren und gleichzeitig auch Hybridfahrzeuge fördern. Das alles sind die Ansätze von CDU, CSU. Die werden zum Erfolg führen. Und ich kann Sie nur noch mal auffordern, stimmen Sie deswegen unserem Antrag zu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.